Zack, unser nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einer bzw. zu vier Squad Building Challenges. Wir sind heute am Start und ich habe angekündigt, wenn es Squad Building Challenges geben wird, dann werde ich euch zeigen, wie ich meine fertiggestellten Affiliate Packs zeigen und so weiter und so fort. Und genau das wollen wir heute machen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben in der Videobeschreibung. Links zu IG wollt 6% auf eure FIFA Coins mit dem Code MaxGamingTV. Der Rabatt lohnt sich auf jeden Fall. Die Coins sind momentan nicht sonderlich teuer und gerade für die Weekend League müsst ihr eventuell noch shoppen. Dazu natürlich auch zu meinem Merch. Da ist beispielsweise das MGT Army Hoodie-Leinchen oder T-Shirt oder auch Hashtag herrlich. Meine Social Media Links sind da auch. Wir wollen nicht lange rumbabbeln, wir gehen direkt mal rein. Wir haben momentan hier die Scream Challenges und die Hyungmin Son Challenge. Die sind aber total sinnlos in meinen Augen, weil man einfach viel zu viel Coins ausgeben muss für so gesehen nichts außer einen untauschbaren Spieler. Allerdings sind diese Top-Partien Sachen was anderes. Die finde ich ziemlich, ziemlich cool und die sehen folgendermaßen aus. Dortmund vs. Schalke, 2 Dortmund-Spieler mindestens, 2 Schalke-Spieler mindestens, 11 Spieler aus der Bundesliga und 11 Nationalitäten mit genau 95 Teamchemie. Und hier kommt wieder das zum Tragen, was ich immer wieder sage, speichert, wenn ihr Packs zieht, einfach die Spieler in eurem Verein, weil ihr habt nicht das Problem, dass ihr neue Spieler kaufen müsst. Und genau das ist bei mir der Vorteil und da gucken wir uns einfach mal ganz kurz an, wie das Team bei mir aussieht. Und da haben wir es auch schon. So einfach ist das Ganze. Wir haben, ja, alle Kriterien erfüllt. Wir haben Ulreich, Moy, Sander, Subotic, Kalajabek, Kolasinac, Lustenberger, Shahin, Stambouli, Kuh, Roger und Finn Bogason. Nicht mal auf der richtigen Position, muss aber auch gar nicht, weil nur 95 Chemie gefordert sind. Die beiden Spieler von Schalke sind Kolasinac und Stambouli und die beiden Spieler von Dortmund sind Shahin und Subotic. Das Ganze senden wir jetzt ab und dafür bekommen wir schon mal ein Premium-Goldspieler-Set. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Freue ich mich drüber und damit haben wir den ersten Teil abgeschlossen. Es geht weiter mit Spartak Moskau gegen ZSKA Moskau, also das Moskau-Derby so gesehen. Mindestens 3 Spieler von beiden Teams, Spielerqualität genau Gold und dazu 7 Spieler aus Russland. Auch da wieder ein Faktor, die Spieler aus Russland sind logischerweise jetzt sehr, sehr teuer. Und das wollen wir natürlich nicht und deswegen gucken wir hier direkt mal rein und so sieht mein Team aus. Wir haben die 100 Chemie, obwohl wir beispielsweise einen Quincy Proms drin haben, der rechter Mittelfeldspieler ist, liegt daran, dass viele aus dem Rest des Teams, beziehungsweise eigentlich alle bis auf Giuliano, naja, 100 Chemie, also 10 Chemie haben. Dementsprechend kommen wir auf 100, Ignashevich, Akin Feyev und wie heißt der Kollege? Nababkin hatte ich schon im Verein. Dann haben wir hier Maurizio, wir haben Ischenko, genau, Maurizio, noch ein, also 2 Maurizios quasi. Keine Ahnung, wie der Kollege heißt. Tarasov, okay. Wir haben Smolov, wir haben Kokorin, wir haben, wie gesagt, Proms und wir haben Dani. Und ja, damit ist die Challenge auch abgeschlossen. Sehr, sehr easy. Dafür bekommen wir ein Goldspieler-Set. Auch wieder sehr, sehr schön. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann kommen wir zur schwersten Challenge, das Soweto-Derby. Ja, ein Spieler von Orlando Pirates, ein Spieler von den Kaiser Chiefs. An sich kein Problem. Allerdings braucht man 11 Nationalitäten. Und das ist gar nicht mal so easy. Und auch da muss ich mir wieder ein bisschen, ja, behilflich sein, denn sind wir mal ganz ehrlich, was für Spieler spielen bei Orlando und was spielen bei den Kaiser Chiefs südafrikanische oder sehr, sehr unpraktische Nationalitäten und deswegen muss man sich ein bisschen behilflich sein, beziehungsweise ein bisschen helfen und bei mir sieht das folgendermaßen aus, wir haben im Tor, beziehungsweise, okay, die Challenge ist noch nicht fertig, die muss ich dann noch fertigstellen, den Spieler brauche ich hier noch, wir haben ein komplettes senegalesisches Team, mehr oder weniger, mit Franzosen. Das ist der Spieler von den Orlando Pirates. Er heißt Sar, er ist aus Senegal und eigentlich Sechser, aber hat mich nicht viel gekostet mit 650 Coins und den Rest hier hatte ich im Verein. Und Mané tut es mir ein bisschen leid, weil der ein bisschen teurer ist. Gerade momentan, weil er einen Inform hat und weil ich ihn eigentlich auch für mein Team brauche, aber es ist Weekend League und da brauche ich ihn nicht, von daher passt das alles. Den Kollegen einfach ohne Chemie hingestellt, es geht trotzdem auf, weil die Spieler Loyalität haben, weil ich sie gezogen habe, beispielsweise auch Nola Nru, Sankaré oder diesen Ball hier auf der linken Außenbahn. Den Kollegen habe ich gekauft, den habe ich auch gekauft, den habe ich auch gekauft, aber es ist alles relativ cheap noch. Die sind natürlich momentan ein bisschen teurer, weil die Leute wissen, dass der Kollege aus dem Senegal ist und dementsprechend, es gibt wenig senegalesische Keeper beispielsweise. Ist ein bisschen teurer, aber okay. Man könnte hier auch theoretisch Dian hinnehmen. Aber da müsste man gucken wegen der Chemie, weil man bräuchte theoretisch einen Stronglink. Und den gibt es in der Bundesliga nicht. Der Kollege kostet auch ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe jetzt gerade drauf geboten, aber der müsste ein bisschen teurer auf jeden Fall sein. Und Diallo, ja, 1800 Münzen. Ein bisschen uncool. Aber wir können mal ganz kurz einmal einen Blick darauf werfen, wie weit die Auktion ist. Beziehungsweise, ob sie vielleicht schon vorbei ist. Oder ob ich überboten wurde. Was ich mir gut vorstellen kann an sich. Ne, ich bin auch einmal höchstbietender. Bei Whittaker nicht, den brauche ich aber nicht, sondern bei Bar. 300 Münzen kostet normalerweise, es gab nämlich nur einen auf dem Markt. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz nach. Ich weiß eigentlich nicht, wie der Kerl heißt. Macht aber nichts. Wir gucken mal ganz kurz nach.
in solchen Situationen müsst ihr klug handeln. Ich meine, wer bietet auf den oder wer hat den gerade auf dem Schirm? Ja, aber da müsst ihr nicht 10.000 Münzen raushauen, sondern geduldig sein, weil so schnell ist die Challenge ja nicht weg. Innenverteidiger. Und dann schauen wir mal. Gerade eben gab es nur einen Bar und hier seht ihr schon. Okay, jetzt leider für 850 drauf, davor war nur einer für 10.000 drauf. Zusammen mit dem, den ich gekauft für 300. Aber selbst der würde gehen, theoretisch. Und damit haben wir die Challenge auch abgeschlossen. Gehen wir ganz kurz dahin zurück. Und dann zeige ich euch einmal kurz. Ja, Favoriten ist Schwachsinn. Top-Partien. Orlando Pirates gegen die Kaiser Chiefs. Und wir haben auch die abgeschlossen, obwohl wir einen Spieler nur mit Deadlinks haben. Und ja, das ist ziemlich, ziemlich cool. Ein Goldset bekommen wir dafür, nicht so super. Allgemein sind die Belohnungen diese Woche nicht so klasse. Aber naja, zwei Spieler von Birmingham City, zwei Spieler von Aston Villa, sollte man, wenn man Packs die da umfallen haben, acht Nationalitäten, mindestens 76. Da ist eine Problematik, denn man muss entweder hybridisieren, was in der Formation sehr scheiße ist, weil es ist 4-1, 4-1. Oder man muss halt die Spieler aus der, die Goldspieler aus der Championship für sehr viel Coin-Material kaufen. Ich habe wieder das Glück gehabt, ich hatte die Spieler schon im Verein. Beispielsweise in Robert Tesche, in Westwood, in Ayu, in Adoma. Ich überlege gerade tatsächlich sogar ernsthaft noch, ob ich eventuell einfach mal hier Jonjo Shelvey, warte mal, habe ich einen Zentraloffensiven vielleicht noch? Eigentlich müsste ich die gerade verkaufen. Nathan, das müsste glaube ich auch funktionieren, oder? Ja. Dann verkaufe ich nämlich den Westwood, weil der Westwood müsste normalerweise gerade für ziemlich viele Coins gehen. Ist das Ashley oder Kieran? Falscher. Super. Weil der spielt bei Aston Villa und ist auch noch Gold. Das heißt, der wird momentan relativ begehrt sein. Schauen wir mal nach. Guckt euch das an. So könnt ihr so... Okay, 1300. Warum 1300? Naja, gut, okay, die Position ist nicht so selten. Aber so könnt ihr so easy Coins machen, das ist unglaublich. Ich stelle jetzt einfach mal drauf hier. Sagen wir mal 1000 Münzen. Ist trotzdem viel mehr, als man normalerweise für den bekommen würde. So, und der wird sich wahrscheinlich verkaufen. Die teureren Spieler sind aber beispielsweise ein Jesus Gámez von, hier, Goldverteidiger, Pinto auch. Da gibt es momentan keinen unter 4000 Sofortkauf. Und das kann euch halt in der Challenge ziemlich in die Tasche greifen. Und da müsst ihr euch halt irgendwie behelfen. Beispielsweise mit einem Knockhart, der irgendwie auf die, der irgendwie trotzdem, also ich habe trotzdem 100 Chemie sogar, obwohl ich nur 95 brauche. Ein Richard hier, Linksverteidiger, Knockhart, Rechtsverteidiger. Reicht aber halt einfach alles aus. Ihr müsst euch halt, ihr müsst nicht immer zwingend so viel Coins dafür ausgeben. Ihr könnt euch einfach behelfen mit, ja, so einfachen Dingen, wie beispielsweise einen Richard einzustellen. Und nicht halt hundertprozentig die perfekte Position zu haben. Und es reicht trotzdem für 1000 Münzen Premium Goldset und die abgeschlossene Challenge. Ist nicht so schwer in meinen Augen. Ich denke mal, jeder von euch kann das theoretisch hinbekommen. Wir bekommen dafür ein Premium Goldset. Ich bin gespannt, ob die Datei mal wieder beschädigt ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir gut vorstellen an sich. Aber wir versuchen trotzdem. 5 Sets haben wir jetzt und die öffnen wir natürlich jetzt auch noch in diesem Video. Und schauen wir mal, was bei rumgekommen ist. Sind nicht die krassesten Sets. Allerdings haben wir ein Premium Goldspieler Set. Das sind nur Spieler. Das ist ganz cool. Die Chance auf den Streamer ist nicht so gering. Premium Goldset haben wir 2 Stück von. Normale Goldsets. Das ist in Ordnung, ja. 2 5K Sets, 2 7,5K Sets und ein 25K Set, glaube ich. Da kann man sich nicht beschweren bei einem, für umsonst quasi. Naja, beziehungsweise das heißt umsonst. Aber ich hatte die Spieler halt schon. Marcano haben wir hier drin. Der wird wahrscheinlich nichts wert sein. Den nehme ich auch wieder mit für die nächsten Squad Building Challenges. Gar keine Frage. Kolo Touré haben wir noch und Jonatas. Bejik das Heimtrikot. Und Block, den wir discarden. Das andere 5K Set machen wir ja auch jetzt auf. Ah nee, das ist sogar noch ein besseres. Das ist ein Goldspieler Set. Das ist nicht mal. Hier, guck mal, sogar mit einem seltenen Spieler. Und zwar mit. Ui, mit Jan Vertonghen. Seht ihr mal. So einfach ist das nämlich. Ziemlich, ziemlich nice Pack hier auf jeden Fall. Ich habe gar nicht gesehen, dass es ein Goldspieler-Set ist, aber sehr cool. Kostet noch so, ja, 3K. Das ist doch cool. Damit habe ich das raus, was ich ausgegeben habe, mehr oder weniger. Stellen wir mal für 2000 rein. Sehr, sehr gut. So, und dazu haben wir noch einen Hernandez, einen Feige. Und wenn ihr ein bisschen Glück habt, zieht er in diesen Packs halt auch beispielsweise, naja, nee, einen Lomberts beispielsweise nicht. Der spielt nicht bei C, der spielt bei Zenit halt. Und leider Gottes nicht bei, bei Spartak oder TSK. Aber so ein Glück könnt ihr auch immer wieder haben. Und das ist ziemlich, ziemlich cool in meinen Augen. So, 2 Premium-Golds jetzt noch und dann Premium-Goldspieler-Set. Das werden wir natürlich auch noch sehen. Ah, hat sich aufgehangen. Vielleicht ist das eine dicke Sternschnuppe. Flaggen? Flaggen!
Oh, schon wieder die Maria! Oh Mann! Aber ist das geil! Ist das geil! Jungs! Angel Di Maria, Angelito! Aber warum nicht Messi? Ah! Ich hasse das! Das zweite Mal! Ich habe schon wieder einen Herzinfarkt! Alter Schwede! Das ist so unglaublich, ne? Das zweite Mal, dass ich Di Maria ziehe. Und das zweite Mal, dass ich ihn eigentlich nicht gerne hätte, sondern Messi. Ah, aber nice. Nochmal 40k. Das ist doch geil. Leute, das ist doch richtig, richtig gut, oder nicht? Eieieiei. So, nehme ich jetzt erstmal mit den Verein, glaube ich. Brauche ich eigentlich nicht. Packen auf die Transferliste. Grimmitsch nehme ich mit. Oh, mit Walkout hier. Wow. So, und jetzt noch zwei Packs. Oh, war die Sternschnuppe groß. Ich habe ja gesagt, es hat so lange geladen. Deswegen hatte ich schon ein Gefühl, dass was Teureres kommen müsste oder könnte. Gurküf hier in dem Set. Natürlich kommt da nicht an die Maria ran. Die Maria ist halt auch kein so wertvoller Walkout, aber immer noch wertvoller als einige andere. Absolut geil. Shisha-Keller hat ja letztens hier Pogba gezogen. Auch richtig, richtig nice. Vielleicht kommt ja ein Pogba in unserem letzten Set. Ich glaube aber, dass das eine kleine Sternschnuppe werden wird. Wir werden es uns anschauen. Ich hoffe auf eine große. Nee, keine große Sternschnuppe. Aber nochmal ein 6er und zwar Tounalon. Das ist nicht Opti, aber das ist auch nicht schlecht. Also damit kann ich auf jeden Fall leben. Und das ist doch ein vernünftiger Abschluss für dieses Pack-Opening, beziehungsweise für dieses Video. Wir haben hier noch einen Jesse mit dabei. Jesse, geht der noch für was? Ja, nicht wirklich, aber ich denke mal für 900 oder für 950 kannst du nochmal draufstellen. Haben wir noch einen Spieler dabei, wenn er gebrauchen könnte? Ich habe immer noch einen Herzinfarkt, Alter. Absoluter Herzkasper. Kologi, Jack. Nehme ich aber mit. Sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich. Und den Rest können wir discarden, beziehungsweise Tulalon. Können wir uns eigentlich beschweren, ne? Von der Ausbeute her. Ein Walkout. 283er mit Vertonghen. Absolut geil. Würde ich mal so behaupten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ich bin gespannt aufs nächste Mal. Ja, wenn wir wieder Scorebell-Scheiß machen. Macht's gut. Passt auf euch auf. Haut rein. Und ciao.